Hallo meine lieben Kreativlinge, hoffentlich sind die Hintergrundgeräusche nicht zu laut, aber ich habe die Fenster gerade auf. Es war die letzten Tage so warm und heute hat es mal ein bisschen runtergekühlt, beziehungsweise geht so ein Windchen, was kühl ist. Und deswegen haben wir alles offen und ich hoffe, es knallt jetzt auch kein Fenster zu oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich ja versprochen, dass ich mit den anderen Sachen, die ich aus der Globaland Kooperation mir ausgesucht habe, dass ich da noch was bastel. Und zuerst einmal habe ich den Stempel hier verwendet. Das ist der hier. Und dann endlich haben wir die Die-Cuts. Das ist das mit dem Foto, Bild. Das ist die Nummer. Fokus. Und zwar schaut die so aus. Sehr schlicht, aber ich finde die dennoch schön. Ja. Und wir fangen am besten damit an, dass wir die Sachen alle ausstanzen. In weiß. Ich habe einmal komplett alles ausgestanzt und das tun wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Auch wenn das jetzt kuddelmuddelmäßig hier aussieht. Deswegen bin ich froh, wenn das Video weg ist. Das lege ich jetzt mal dahin. Zuerst, ja, fange ich damit an, damit das, weil das dann trocknen muss. Zuerst mache ich einmal die Blätter. Ich habe vier Blätter ausgestanzt. Dann nehme ich Move It Lawn, einen Wassertankpinsel. Und dass ich das irgendwie festhalten kann, nehme ich mir eine Pinzette, damit es sonst wegrutscht. Mein Farbtuch. Das lege ich jetzt beiseite. Dann habe ich mir vier, also es sind ja immer zwei Stück drin. So nehme ich die raus. Da sind sie. Die hängen aneinander. Die habe ich jeweils zweimal ausgestanzt. Und die arbeite ich jetzt mit Lumberjack Plate. Und da versuche ich jetzt so ein bisschen die Konturen nachzuarbeiten. Ich werde auch alles, was ich noch von der Kooperation bekommen habe, in die Infobox verlinken. Mit einem Rabattcode, der Natta10 ist. Ich habe den gestern selber wieder benutzt. Kommt drauf an, je nachdem, wann das Video online kommt. Aber ich habe den gestern selber mal wieder genutzt. Es ist schlimm. Es kam Samstag erst eine Bestellung an. Also ich nehme das auch weit. Was heißt weit? Aber ich nehme es im Voraus auf. Und gestern habe ich dann auch wieder bestellt. Ist schlimm. So, dann brauchen wir nämlich schwarz. Das ist ein Schnipsel, der kann weg. Dafür nehme ich Black Suit. Da versuche ich jetzt wirklich so ein tiefes Schwarz. Was heißt tief? Es ist schwierig. Es sind ja Kreidefarben in dem Fall. Aber da versuche ich. Oh ja, das ist schwarz. Versuche ich das jetzt so dunkel wie möglich zu machen. Bei der anderen habe ich es nicht geschafft, so dunkel. Obwohl ich zweimal drüber bin. Da mache ich auch nur den Rand, weil da noch was drüber kommt. Ich sage, das darf ruhig ein bisschen messy aussehen, weil es ist. Ich bin im Moment auf diesen Watercolor-Trip. Ich weiß auch nicht. Diesen Watercolor-Effekt-Trip. Fragt mich nicht mehr um. Dann nehme ich Hickory Smoke. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich nicht die Technik mal ein bisschen ändern. Da habe ich jetzt Wasser drin. Ja, der Nachbarshund. Dann nehme ich einmal das Teil und titsche das nochmal so rein.
Das sah gut aus. Das andere habe ich vorhin eben auch mit so Watercolor-Effekt, also ne, so, so Kritzel, Kratzel. Finde ich aber persönlich nicht ganz so schön. Deswegen habe ich, versuche ich das jetzt mal. So, und die Linse vorne. Das kann ich jetzt schon mal weglegen. Das weg, das weg. Das, die zwei Farben können schon mal weg, dass wieder Platz wird. So, das lege ich jetzt erstmal alles da hinten hin zum Trocknen. Deswegen haben wir damit angefangen, weil das natürlich noch seine Zeit braucht, bis das trocknet. Dann machen wir uns. Ach, Nase juckt. Machen wir uns den Hintergrund. Dafür nehme ich mir ein Stück Papier in den Maßen 8x8. Muss ich jetzt erst zurechtschneiden, aber das ist nicht so tragisch, das geht ja relativ schnell. Und dann brauchen wir gleich noch einen Aufleger in den Maßen 10x14. Mache ich auch gleich. Wir arbeiten jetzt erst mit dem Hintergrund. Ich nehme ich ein Papier, ein Embossing-Kissen, meinen Embossing-Buddy. Mal drüber gehen. Und dann eben die Stempel. Ich habe jetzt den kleinen und den großen genommen. Ich fange mit dem großen an. Die Zeichnung von meiner Kleinen. Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen gemein, wenn ich da das Papier verwende. Ne? Aber ursprünglich war das ja auch mein Embossing-Papier und sie wollte unbedingt ein Bild draufmalen. Ja. So. Dann nehme ich durchsichtiges Embossing-Pulver, also Clear. Platz machen. So, das Ganze föhne ich jetzt schnell mal. Abkühlen lassen, also nicht wundern. Aber Embossing-Pulver ist richtig heiß, wenn das geschmolzen ist. Dann nehme ich ebenfalls wieder Hickory Smoke und mein, ja, Blending-Tool. Mache mir einen dunklen Hintergrund. Ich hätte das Ganze auch auf grauem Papier mit weiß embossen können. Hätte ich auch machen können, ja. Dann hätte ich mir das Wischen jetzt erspart. Aber dadurch, dass ich ja diesen Watercolor-Effekt habe, jetzt geht nochmal drüber mit einem Tuch, damit es noch besser zur Geltung kommt. Wie gesagt, dadurch, dass ich einen Watercolor-Effekt habe, will ich das auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt das, also Cardstock nehme in Grau, dann ist das zu kräftig. Wisst ihr, wie ich meine? Wobei das vielleicht auch nicht schlecht ausschaut, wenn dieser Kontrast. Egal.
Jetzt nehmen wir unseren Aufleger. Da habe ich so eine Stanzschablone. Die stanzt einmal quasi, ja, ne, so einmal einen Lochkreis aus und am Rand diese Punkte. Ich meine, der ist leider nicht von Globaland, aber ich meine, den gab es mal im Action. Ich habe gestern wieder reichlich bei Globaland bestellt. Lasst mich lügen. Müsst ihr nachgucken. 8 Standschablonen und 10 Stempelsets oder so. Ich weiß es nicht, aber reichlich. Der Shop hat es mir einfach echt angetan. Und die Sachen sind für den Preis sind die gut. Ich nutze die Sachen wirklich gerne. Ich nutze die Sachen wirklich echt gerne. Okay. Dann mache ich mir hinten drauf einmal Kleber. Dann können wir schon mal das Hintergrundpapier aufkleben. Es ist auf jeden Fall groß genug, dass es komplett einmal abdeckt in meinen Kreis. Was ich dann jetzt noch als nächstes mache, ist das Wort Smile ausstanzen. Ich hatte das vorhin schon mal ausgestanzt, aber dann ist mir das. Da habe ich es drin gelassen in der Stanzschablone. Die ist leider auch nicht von Globaland, aber es gibt welche von Globaland. Es gibt welche. Ich weiß aber nicht, ob ein Smile dabei ist. Da müsste ich jetzt echt lügen. Aber wieso muss ich das kaufen, wenn ich das schon habe? Wisst ihr, wie ich meine? Nur weil es von der Firma ist. Oder wenn ich schon sowas ähnliches habe. Ja, auf jeden Fall hatte ich das dann so drin. Wie jetzt. Und wo ist mein I-Punkt? Da ist mein I-Punkt. Und dann ist mir das so wie jetzt und hatte das drin. Und dann ist die runtergefallen. Und dann war die irgendwo am Boden gelegen. Und ja. Such mal dann den I-Punkt. Zumal ich das Smile dann ja auch gar nicht gefunden habe. Ich will jetzt auch mal gucken, wie das aussieht. Ah, siehst du, habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte das Ganze eigentlich auch einfärben. Gut, dann machen wir es halt jetzt im Nachhinein. Dass es noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Nehme ich wieder Black Suit. Ich wollte das eigentlich vorher gemacht haben. Quasi da und dann ausstanzen, aber gut. Der darf auch ein bisschen Farbe abkriegen. Hintrocknen. Ich bin gespannt, ob sich das da ein bisschen mehr absetzt. Oh, da hätte ich gerne noch ein Ding gehabt. Also darf ich jetzt wieder nacharbeiten, aber gut. Das habe ich jetzt erst gerade gesehen. Jetzt aber. Hätte ich jetzt auch in Schwarz ausstanzen können, aber dadurch, dass es, wie gesagt, dieser Kreideeffekt möchte ich gerne haben. So, dann bauen wir mal die Karte auf. Ich fange mit dem Polaroid. Nee, Filmstreifen. Filmstreifen ist das. Fange ich an. Nehme ich meine Kamera. Der Effekt gefällt mir schon besser wie mein anderer. Bin ich ehrlich. Dann mache ich mir 3D-Pads drauf. Oh, ich muss die Schere auch wieder sauber machen, die klebt schon wieder.
Gut, das ist auch meine Schere, wo ich immer 3D-Pads abschneide. Aber zum Schneiden für Stempelabdrücke kann ich die echt nicht nehmen. Dafür, nee, schneide die nicht zu schön. Nämlich meine zwei Linsen. Jetzt bin ich immer überlegen, ob ich nicht da auch mal so ein 3D-Pad noch einmal. Das machen wir, das testen wir jetzt einfach mal. Ich mache jetzt doppelt 3D-Pad. So, ein Stück habe ich abgeschnitten. Das klappe ich jetzt zusammen, dass wir quasi zwei Stück aufeinander haben. Futzel, futzel. Dann klebe ich das erstmal auf das größere Teil. Da ist noch ein Stück Restepapier. Klebt es da rein. Ich darf jetzt echt gleich die Schere sauber machen. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das aussieht. Bei der anderen habe ich das einfach. Also das habe ich schon gemacht, aber das andere habe ich dann oben drauf einfach nur geklebt mit Flüssigkleber, also nicht 3D-mäßig. Aber ich probiere das jetzt mal aus. Na, so verändert man sich von Karte zu Karte auch wieder. Da testet man darum und dann testet man darum. Na, und jetzt wisst ihr, warum ich nur den Rand gemacht habe. Wobei ich. Ah, das sieht man gar nicht so schlimm. So, dann mache ich mir die Röschen weiter. Da kommt jetzt auch jeweils ein 3D-Pad drauf. Erstmal mal meine Schere sauber. Dass ich wieder schneiden kann. Eine Fliege. Sobald wir die Fenster offen haben, ne, ist es Wahnsinn. Kommen die Fliegen rein. Ich kann mir schon denken, wer jetzt davor sitzt und sagt, ja, ist selber schuld, wenn man sich nicht wäscht und den Haushalt nicht macht. Ja, von wegen. Dir gebe ich. So. Das ist jeweils eine kleine und eine große, beziehungsweise zwei kleine und zwei große Röschen. Da klebe ich jetzt eine große und zwei kleine hin. Ne, so rum. Und hier oben die andere. Und dann nehme ich meine Blätter. Da kommen auch 3D-Pads drauf. Kommen da so drunter gekluppt. Kamera läuft noch. Ja, gut. Sehr schön. Ah, nein. Die andere kommt da so drunter. Und die andere dahin. So. Jetzt bin ich überlegen, ob ich das Ganze nicht in weiß lasse oder in Sch Ding. Bin ich echt im Überlegen, ne? Ich denke, ich werde das hier kleben, weil das sieht man dann doch einen Ticken mehr. Ich möchte halt eben diesen.
Oder rot? Nee. Oder probier mal rot aus. Ach, wir probieren schnell rot aus. Haben wir noch irgendwo einen Fetzen, den ich nutzen kann? Passt da mein Smile drauf? Nee. Noch irgendwo einen anderen Fetzen. Da passt mein Smile drauf. Das probieren wir jetzt aus. Nehme ich auch wieder denselben Rotton. Mal so reintütschen. Muss ich jetzt leider föhnen, weil sonst dauert es einfach zu lang. Müsste trocken sein. Probier mal aus. Das probieren wir jetzt einfach aus. Mal schauen, wie es aussieht. Gesprungen, da ist er. So, auf den I-Punkt musst du aufpassen, das ist. Da muss ich noch einmal auf meine Kleine so aufpassen. Oh ja, in Rot gefällt er mir besser. Ja. Könnt ihr mal sagen, was euch besser gefällt? Das in Rot. Das sind weiß oder das sind schwarz-grau. Wie gesagt, das sind rot. Da ist mein Kleber. Gefällt mir viel, viel besser. So. Den E-Punkt nicht vergessen. Haben wir gleich wieder Ordnung hier. Das kann auch weg. So, dann brauchen wir noch ein Kartenrolling. Arbeite ich irgendwie rückwärts. Und normalerweise fange ich immer mit dem Kartenrolling an, aber dadurch, dass die Farbe trocknen musste, hat es damit angefangen. So. Den klebe ich jetzt ganz einfach da auf. Und dann ist unsere Karte fertig. Also ich persönlich finde jetzt die am schönsten von beiden. Wobei die hier kräftige Rosen hat. Aber das ist nicht so tragisch. Aber ich habe das Ganze nochmal ausprobiert mit ganz normalen Cardstock. So schaut es dann aus. Da habe ich jetzt dann auch dunkel verwendet. Weil weiß hat dann irgendwie nicht gepasst, dadurch, dass die Farben so kräftig waren, habe ich, ja, mich dann entschieden, das Ganze in Dunkel auszustanzen. Schaut auch nicht schlecht aus. Schauen wir quasi zwei verschiedene Varianten, ne? Also wenn man es jetzt zwei verschiedene Varianten mit einer Standschablone
Da sind natürlich auch noch kleinere Blümchen und so dabei. Da, hier. Und dann hätten wir hier noch ein Herzchen oder Sternchen, könnten wir dann noch so hinmachen. Hier sind noch einzelne Herzen. Das weiß ich leider gar nicht, was das ist. Das sind noch die Nupsis dran. Vielleicht könnt ihr das sagen. Da ist noch so ein Blättergedönsi. Da ist noch so ein kleines Polaroid-Knöpfe. Dann hier so eine Büroklammer als Herzform. Ich habe da noch so einen Streifen, den könnt ihr dann separat dann nochmal hinkleben. Das habe ich ja überklebt hier. Na, dieses Ding. Also da ist ordentlich drin. Hier habt ihr noch einen Schmetterling. Deswegen fand ich die cool, weil die halt so ein relativ vielfältig man gestalten kann. Weil das mag ich ja immer, wenn ich dann so eine Standschablone oder Stempel habe, die ich vielfältig nutzen kann und nicht nur für ein Thema. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt so ein reines Weihnachtsstempelset mit Nikolausmütze und so. Ja, könnte man auch wieder umgestalten, wenn man dann die Nikolausmütze wegmacht und ne, wisst ihr schon, wie ich meine. Aber so vom Prinzip her mag ich solche Standschablonen oder Stempel, wo ich wirklich vielseitig nutzen kann, am liebsten. Ja, könnt ihr mal schreiben, welche eure am besten gefällt. Das ist entweder so eine Watercolor-Karte, dann jetzt mit dem roten Smile oder halt dann die mit dem bunten Design. Bin dann mal auf eure Meinung gespannt. Mir gefällt die am besten. Und dann stehen tatsächlich die zwei am gleichen Platz. Also die gefällt mir tatsächlich am allerbesten. Keine Ahnung warum und die steht auf zweiten Platz. Ja, das war ein weiteres Video. Für die anderen Sachen möchte ich natürlich alle noch benutzen, weil sonst hätte ich es mir nicht ausgesucht. Dass ich wenigstens sagen kann, ja, ich suche mir die Sachen aus, weil ich sie benutzen möchte. Ist so. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.